Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Freitag und heute ist der Verkauf der Liverpool Safari Zone Tickets gestartet. Ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft, gar nicht so schnell ausverkauft, also beziehungsweise gar nicht ausverkauft. Ich habe vorhin geschaut und da war es halt noch nicht online, aber die Tickets für St. Louis, Missouri waren noch da und nur ein Tag ist bisher ausverkauft gewesen und ist schon, glaube ich, seit 2 Wochen online, der Verkauf. Und ja, da dachte ich mir dann in der Früh, okay, wenn das so da so überhaupt nicht abgeht, denke ich, wird Liverpool auch nicht ausverkauft sein, außer halt gewisse Tage. Auf jeden Fall dann hat es um 9 gestartet, hab mal geschaut. Dann wollten die natürlich eine Kreditkarte und ich habe keine am Start. Da dachte ich mir, okay, egal, scheiß drauf. Und jetzt hat sich doch irgendwas ergeben durch Kreditkarte von einer Kollegin und dies, das. Und wir haben die Tickets mit diesem Frühbucher-Rabatt, also nicht Rabatt, mit dem Frühbucher-Bonus ab 10 ist es jetzt, glaube ich, ab 8. Müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall 2 Stunden extra. Plus dieses City-Pass-Teil da. Was auch sehr interessant ist. Da gibt es doch ein paar extra Boni. Mehr dazu aber dann demnächst, wenn das halt dann soweit ist. Das heißt, ich bin da sogar wahrscheinlich länger. Also nicht nur das Wochenende. Ich nehme mir gerne einen Tag davor Zeit und einen Tag danach. Also wird wahrscheinlich sogar so eine Woche, wo ich da dann am Start sein werde. So 5, 6 Tage oder sowas. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr am Start seid, ob ihr nach Liverpool fahrt oder ob euch das halt zu weit ist. Und jetzt treffe ich mich mit einem Kollegen für einen Glückstausch. Das ist der 14. in Folge. Seit dem 1. haben wir jeden Tag, seit dem 1. 2. einen Glückstausch gemacht, einen Lucky Shiny Glückstausch für die Sammlung. Ihr wisst ja, das letzte Event, wir haben eine Menge neuer Lucky Freunde bekommen, auch jetzt. Zwischendurch immer natürlich wieder weiter neue Lucky Freunde und das wird abgearbeitet, die Liste. Ich muss sagen, die Liste wird gut abgearbeitet, da fehlt nicht mehr allzu viel. Und dann ist heute natürlich auch Valentinstag. Was sagt man da? Frohen Valentinstag an euch alle. Und neues Event hat angefangen. Wir gehen dann später ein bisschen raus, ein bisschen zocken. 2 neue Pokémon gibt es ja, die werde ich auf jeden Fall fangen. Shiny Chanerga natürlich, wobei ich brauche ja eigentlich erstmal Woneiga, weil ich sammle nicht die Familie, aber ich brauche halt das Shiny im Pokédex zumindest. Und wenn ich Shiny Chanerga habe, dann ist bei Shiny Woneiga, also bei Woneiga nicht das Shiny angezeigt. Und das fehlt dann sozusagen. Also an sich brauche ich, egal was passiert, ein Shiny Woneiga. Aber ich werde nicht extra dafür brüten. Ein bisschen was fangen. Die 2 neuen gibt es halt natürlich hoffentlich in 100 dann, falls die reinkommen. Ansonsten noch ein paar andere Sachen. Questtechnisch kann man eine davon jagen, aber mehr dazu erzähle ich euch dann gleich. Also einer von den 2 neuen ist in der Quest und die könnte man jagen. Fange 14 Libiskus. Und ja, keine Ahnung. Mal schauen. Jetzt erstmal tauschen und dann gehen wir raus. Bisschen zocken. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, geht gerne ein Like, Kommentar, ein Abo. Aktiviert die Glocke. So Leute, wir sind in der Innenstadt auf der Farmroute, bisschen zocken. Es gibt immerhin Doppelbonbon und wie gesagt die 2 neuen Pokémon fangen. Der Kollege, wir haben leider erstmal eine Stunde auf ihn gewartet, fast eine Stunde, aber kein Problem, wir waren eh zu Hause. Aber der Kollege hatte schon einen Spezialtausch, an dem Tag hat er leider verplant und wir haben leider nichts getauscht. Ja, und ich habe jetzt keinen Ersatzpartner, alles sehr spontan, alles schon relativ spät. Weil ich da heute noch einen zum Tauschen finde für den Spezialtausch, unsere Strähne ist in Gefahr. Schauen wir mal. Vor uns ist der neue. Ich laufe mal dahin. Und auf dem Weg ist ein Chanerga, vielleicht Shiny. Schauen wir mal. Müsste hier gleich links sein. Immer sehr voll hier. So. Müsste gleich hier sein. Yes, nächstes Stop. So, nicht shiny, schade. So, da haben wir den neuen, Leute. Weiterentwicklung von Libiskus. Der kann noch nicht shiny. Handy fast fallen gelassen. Der kann noch nicht shiny sein. Allgemein, abgesehen jetzt von Chanerga, gibt es eh nicht viele Shinies. Libiskus ist jetzt erhöht. Also die Spawns, nicht die shiny Chance. Aber den habe ich schon und sonst war es das, oder? Morgen Schlupp. Raid Day, da wird sich hoffentlich einer gegönnt. Jo, jetzt ein Trip. Davon brauchen wir einen 100 auf jeden Fall, aber heute kam noch keiner rein. Ich weiß nicht. Eins von den 2, wie gesagt, hat eine Quest, aber ich glaube, es war der andere. Oder der hier. Ich glaube, der hier macht mehr Sinn, weil der für, man muss ja 14 Libiskus fangen, würde zu dem eher passen. Weil der aussieht wie Libiskus.
Jo, wir haben unser erstes Shiny vom Event, Leute. Es ist aber nicht das, was ich erwartet hätte. Übrigens, Snubbull kann auch Shiny sein, natürlich. Der spawnt auch vermehrt, nicht nur Lebiscus. Aber Snubbull haben wir auch genug. Moment. So. Aber von dem habe ich mittlerweile auch so viele. Ich kann euch gleich mal ein Update geben von Shiny Visor. Ich bin zu den Modulen gelaufen. Die Module haben auch mich angelockt. Lauf mal hier ein bisschen herum. Ah ja, der neue. Odeonsplatz. Okay, lauf mal dahin. Lauf mal dahin zum neuen. Wieso nicht? So, wieso? Hammer, mittlerweile 5. Und ich glaube, ich habe auch ein Visenior, also 6. Okay, hier irgendwo müsste der neue sein. Schauen wir doch mal. Wo bist du? Da ist er. Oh doch. Echt 99. Ah ne. Kraftball muss reichen ohne Berge. So wichtig ist er jetzt auch nicht. Oh. Nachdem man solche Worte hört, fliegt man doch gerne. Und? Ah ja. Keine Angst, Leute. Regt euch nicht auf, dass ich keine Burger verwende. Das wäre Verschwendung. Jetzt fliegt er und dann sagen Leute, wieso hast du keine Burger verwendet? Oh mein Gott, dann werde ich nicht drüben bleiben. Jetzt ist er echt geflohen. Aber nicht so schlimm. Der kommt wieder. Ja, mal vorbei. Dafür darf man echt keine Bären verschwenden, Leute. Wie Sichler. Ich habe hier mal random Cliff besiegt. Vielleicht kriegen wir ja einen Shiny. Shiny Cryptopinsir. Das wäre doch saftig. Ja, ja, ja. Go, go, go. Valentinstags Event habe ich mir auch gegönnt. Valentinstags Outfit, meine ich. Und nicht lila, schade. 100 vielleicht, aber ist mir egal. Den brauche ich nicht, 100. So Leute, ich bin wieder da. Also ich war schon länger da und dann bin ich noch mal kurz rausgegangen. Nur vor die Tür ein bisschen chillen. Und ja, wir haben jetzt niemanden mehr gefunden zum Tauschen. Und dieses Ohr-Pokémon, Ohrläppchen-Pokémon, wie auch immer das heißt. Ich habe das nicht noch mal gesehen, also der ist leider... ja, geflohen und nicht in meinem Decks. Aber dieses Wochenende sollte das noch machbar sein. Ich muss jetzt mit dem Kleinen tauschen. Warte mal. Zeig's euch mal hier. Der hat nämlich jedes Regi einmal bekommen. Das war beim Regi Raid Day. Oder Regi Event. Ich habe ja ein Video dazu gemacht. Wo sich so ein Reaction-Video, wo sich so ein Laien da aufgeregt hat, dass er bei 100 Raids, 2x50, kein Shiny bekommen hat. Und der Kleine hat einfach dreimal hintereinander jeden bekommen. Das habe ich im Video jetzt nicht erwähnt, weil ich wollte den nicht triggern und leiden lassen. Aber der Kleine hat einfach jeden hintereinander alle drei bekommen. Drei Raids hintereinander, drei Shinies, alle unterschiedlich. Und ich bin mit dem Lucky und einer wird jetzt rübergetauscht. Denn, wie gesagt, es hat sich jetzt leider nichts ergeben. Naja. Für morgen sind dann wieder paar Spezialtausche angesagt. Das wäre sozusagen der Joker gewesen, das Ass im Ärmel, damit die Strähne nicht unterbrochen wird. So, wir machen erstmal Gigi Lock.
Also von dem brauche ich noch einen guten, 1784. Braucht der Kleine irgendwas? Ich gebe ihm einen Rayquaza, davon habe ich noch ein paar. So, 1784. Ich habe jetzt Screen Recorder nicht an, aber ich zeige euch gleich, was ich ihm hier ertauscht habe. Ansonsten, Event läuft, wie gesagt, morgen ist Schlurf Break Day, gönnt euch 5 freie Pässe. Zeitkrieg funktioniert seit längerem nicht mehr. 1784, oh mein Gott, ist der schlecht. Wann kriege ich endlich mal einen guten zum Tauschen? Leidender Abschluss, Mann. Gib mir doch endlich mal einen guten. Auf jeden Fall einer für die Sammlung. Das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß, viel Erfolg beim Event. Doppelbonbon läuft übrigens auch und 6 Stunden Module kann man auf jeden Fall ausnutzen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.